Okay, everybody. Welcome again. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen nochmal. Okay, do we do the test now or do we do like? Ist es immer noch ein Test oder geht's jetzt hier los mit dem Vortrag? Okay, on the rhythm of the music. Yeah. On the rhythm of the music. Nach dem Rhythmus der Musik. Also, Igor wird uns eine Einführung in die Heimnetzwerksicherheit geben. Und ich hoffe, dass ich auch ein paar Tipps hier bekommen kann. Ich möchte mehr Geheimnisse über ihn hinausfinden, aber er sagt sie uns nicht. Also, vielleicht müsst ihr ihn daran erinnern, was er letzte Nacht gemacht hat, aber damit fangen wir gar nicht erst an. Ja, Sicherung rein und los geht's. Yeah. Oops. Okay, well, that wasn't a great start. I've just broken the job, haven't I? Ja, das war ein großartiger Anfang. Also, guten Abend, guten Nachmittag, was auch immer. Thank you for having me to speak here. Danke, dass ich hier vortragen darf. Danke für diese warme Willkommensrunde. So is anybody wondering why there's a Fragt sich überhaupt irgendjemand, warum da überhaupt Schokolade auf der Folie ist? Ich frage mich das auch. It is an after eight mint. Es ist eine after eight Minze, also harte Schale, weicher Kern. Und warum ist sie darauf? Naja, also wenn man sich das hier eine Weile schon angehört hat, ihr habt vielleicht Vermutungen, warum ich das als Illustration verwenden habt. Warum die After Eight Minze eine gute Vereinfachung von normaler Heimnetzwerksicherheit ist. And what the problems were. Und was die Probleme mit diesem Modell sind. Worum wird es in diesem Vortrag gehen? Ah, ich muss hier nochmal eine Sache anklicken. Probably has to do with your home network. Ja, wahrscheinlich mit deinem eigenen Heimnetzwerk. Ja, genau. Worüber werden wir sprechen? Ja, um die Grundlagen von Heimnetzwerksicherheit. Es wird jetzt hier nicht um High-Level-Sicherheit, um Tiefen gehen, sondern es ist wirklich eine Einführung. Wir können auch gar nicht in so viele Details reingehen bei 45 Minuten. Und das Ziel ist, dass ihr am Ende der Sitzung eine gute Grundlage habt, um darüber nachzudenken, welche Aspekte könnt ihr vielleicht für euch selber zu Hause umsetzen. Und worüber spreche ich überhaupt auf so einem Camp über so Grundlagen? Also natürlich gibt es viele Experten bei so einem Camp, aber es gibt trotzdem einige Gründe, das zu machen. Nicht jeder ist ein Experte in Netzwerkangelegenheiten. Für viele Leute ist auch Netzwerke oder Netzwerk erstellen immer noch ein schwarzer Peter. Und es gibt GPU-based coding. As soon as they start talking about networking, they're completely in the dark. Ja, also viele Leute haben total viel Ahnung von ihrem Bereich, weiß ich nicht, GPU-Programmierung, aber sobald man anfängt von Netzwerken zu sprechen, da steigen sie sofort aus. Und deshalb ist auch so ein, also auch wenn jemand anders in einem anderen Bereich ein Experte ist, heißt das nicht, dass er auch ein Experte im Netzwerkbereich ist. Network security, to be talking to their friends, colleagues, etc. Ja. Dass man auch mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden über Netzwerksicherheit spricht und vielleicht, dass einige Sachen, die ich hier vorstellen werde, dann auch zur Umsetzung kommen werden. Man bekommt auch allgemein den Eindruck, dass Netzwerksicherheit im Allgemeinen nicht breit verstanden wird. Also wie werden wir das Ganze angehen? Also er möchte die Verwundbarkeitsverwaltungstheorie verwenden, um diesen Vortrag zu führen. Okay, also da haben wir zum einen die Sachen, die wir schützen wollen, unsere Assets, das können deine E-Mails sein, deine Dateien, die PDFs, das können natürlich auch physikalische Sachen sein, dein Telefon, dein Tablet. Die Bedrohung, das sind die Sachen, vor denen wir uns schützen wollen. Self-explanatory, really. Eigentlich selbsterklärend. Und dann gibt es natürlich noch die Verwundbarkeiten. Und zwar dort, wo Leute oder Systeme Schwachstellen haben, dass die Bedrohung ausnutzen könnte. Und das Risiko ist natürlich das Aussetzen unserer Assets auf einen erfolgreichen Ausnutzen von Schwachstellen. So, let's take those four items. Wenn wir diese vier Sachen nehmen und auf Netzwerksicherheit anwenden, was ist denn ein Asset in einem Netzwerk? The physical infrastructure. Das kann die physikalische Infrastruktur sein, our internet verkabeln. The physical cables, if we've got wide Ethernet. Die physikalischen Kabel, die Switches, die Router, alles das. Die verbundenen Endpunkte.
So that could be your laptop. Das könnte dein Laptop sein, dein Telefon, jedes andere Gerät, was du irgendwie zu Hause im Heimnetz integriert hast. Und die Daten natürlich an den Endpunkten, und das ist wahrscheinlich das wertvollste Asset in deinem Netzwerk. Wenn jemand deinen Laptop klaut, du kannst ihn einfach ersetzen, aber wenn jemand deine Dateien klaut und du hast keine andere Kopie davon und die sind dann weg, dann hast du eine harte Zeit, das wiederherzustellen. Das ist wahrscheinlich schwierig. Okay, welche Bedrohungen gibt es dann? Various types of threats. Wir haben Denial of Service Attacken, Angriffe. Das Internet kommt über ein Kabel, und wenn jemand einfach das Kabel durchschneidet, dann habe ich kein Internet mehr. Für mich als Heimnutzer ist es natürlich irgendwie, ja, okay, man kann es reparieren, aber das ist natürlich nicht furchtbar. Wenn du allerdings ein Business bist, ein Unternehmen, dann könnte das natürlich ernsthafte Schwierigkeiten und Konsequenzen haben. Okay, Ransomware, Verschlüsselungssoftware. Es gibt einen Haufen großer, sehr gut aufgelegter Verschlüsselungsangriffe. Die können natürlich sehr viel Schaden machen. Phishing ist eine der am meisten genutzten und auch sehr, sehr effektiven Angriffe auf Netzwerke, egal ob zu Hause oder im industriellen Umfeld. Es ist viel, viel leichter, Leute zu manipulieren als Technik. Datendiebstahl. Wenn jemand deine Daten stiehlt, dann möchte das möchte keiner haben. Tracking, also nachvollziehen. Firmen, Regierungen, alles Mögliche haben verschiedene Versuche unternommen, Leute zu verfolgen und zu beobachten, was sie machen. Aus Privatsphäregründen natürlich etwas, wo wir uns Sorgen machen sollen. Und dann natürlich noch Identitätsdiebstahl. Wenn man da einmal ein Opfer davon ist, dann kann es Wochen, Monate oder Jahre dauern, bis man den Schaden aufarbeiten kann. Und Botnet sind natürlich auch noch ein Problem. Wenn dein Gerät für so etwas missbraucht wird, dann wirst du halt zur Verantwortung gezogen für das, was das Botnetz macht. Und wenn jemand auch noch mitschneidet, dass der gefährliche Verkehr von deinen Geräten kam, dann hast du ein Problem. Okay, es gibt Quellen für Bedrohung, dann gibt es natürlich irgendwie Individuen, die böse Pläne haben, die als bedrohende Entität auftreten können. Es gibt aber auch natürlich Gruppen, die von Nationen finanziert werden. Also große Mächte finanzieren Hacker, um Systeme zu infiltrieren. Das passiert. Und natürlich gibt es auch kommerzielle Organisationen. So viel von unseren Daten geben wir an irgendwelche kommerziellen Organisationen, ohne darüber nachzudenken. Und vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wie viel wir das machen sollen und wie viel davon vernünftig ist. So, sources of vulnerabilities. Ja, was können denn die Ursprünge von Verwundbarkeiten sein? Das erste sind Designprobleme, also irgendjemand entwirft eine Anwendung oder ein System, aber vielleicht gibt es auch ein fundamentales Problem überhaupt mit dem Entwurfsansatz. Dann kann es auch Implementationsfehler gehen, also auch dann, wenn das Design, also der Entwurf gut ist, kann man natürlich immer noch dann, wenn man den Code schreibt, Fehler machen. Und dann können da auch Probleme entstehen, die zu Schwachstellen führen. Ja, Konfigurationsprobleme, das ist auch sehr verbreitet. Vermutlich das verbreitetste Problem, das ich bisher gesehen habe. Weil Systeme unsicher sind, obwohl sie es eigentlich gar nicht sein müssen, weil irgendjemand nicht verstanden hat, wie man das System konfigurieren muss oder die Konfiguration hat sich über die Zeit verändert. Also irgendjemand hat irgendwas gemacht und dann hat jemand anders was gemacht, und wenn viele Köche den Brei versalzen, dann kann es auch zu Fehlern kommen. Dabei geht vielleicht auch das Ziel verloren. Ja, und natürlich auch, wenn man es nicht schafft, die Sicherheitsupdates zu installieren, weil es gibt viele, viele, viele Angriffe jedes Jahr, die nur deshalb erfolgreich sind, weil Leute irgendwelche Sicherheitsupdates nicht installiert haben. Das passiert jedes Jahr aufs Neue, und trotzdem gibt es immer wieder Systeme, die dadurch verwundbar sind. Und natürlich auch die Annahme von Vertrauen. Wir sollten Leuten nicht vertrauen, Fremden nicht vertrauen. Also, wenn jemand fragt, hey, kann ich das hier in mein Netzwerk anstecken, dann sagen wir natürlich, ja, klar, wir wollen ja hilfreich sein, aber dann kann man sich auch fragen, ist das überhaupt das Richtige, was wir machen sollen? Vertrauen wir den Leuten? Vertrauen wir den Geräten? Vertrauen wir den Daten? Ja, Phishing-Attacken sind sehr verbreitet, aber immer noch erfolgreich, weil Leute immer noch auf E-Mail
Attachments, also E-Mail-Anhänge vertrauen und die einfach aufmachen und dann wird irgendwie ja, Schadsoftware ausgeführt. Oder halt eben auch in Unternehmen, wo jemand ein Helpdesk, eine Hotline anruft und sagt, hey, könnt ihr mir helfen? Ich habe mein Passwort vergessen, könnt ihr mir helfen? Und ja, wenn die Leute nicht darauf vorbereitet sind und hilfreich sein wollen, sagen sie dann, ja klar, wir können dir helfen und dann kann dadurch auch eine Sicherheitslücke entstehen. Verwundbarkeiten im normalen ja, Heimnetzwerk, wie in zu Hause oder in einem kleinen Unternehmen. Ja, diese, also man hat heutzutage eigentlich ein Gerät, was alles in allem ist. Also ein Modem, Router, Firewall, alles in einem Gerät. Genau, also zum Beispiel hier gibt es das DSL-Modem, was eben den Internetanschluss mit dem Internet verbindet, was einem halt irgendwie das Kabel-Internet gibt. Dann gibt es irgendwie Routing- und Firewall-Funktionalitäten, was uns einfach ermöglicht, Daten von innen nach draußen zu senden und auch wieder zu empfangen. Und dann hat man vielleicht noch eine interne Seite, zum Beispiel ja, also WLAN-Empfänger, WLAN-Basisstationen oder halt eben auch Kabelnetzwerkanschlüsse. Häufig haben diese Geräte auch noch irgendwie einen Webserver laufen für die Konfigurationsseite und viele von denen haben auch noch irgendwie Datei- und Druckerserver, so dass man irgendwie seinen USB-Stick einstecken kann und dann seine ganzen Dateien vom ganzen Netzwerk aus abrufen kann oder vielleicht auch seinen Drucker vom ganzen Netzwerk aus verwenden kann. Und dann schließen wir natürlich an die WLAN- oder Ethernet-Anschlüsse unsere Geräte an, zum Beispiel den PC, den Laptop oder auch Smartphones, Tablets natürlich auch. Und in ja, der Gegenwart auch immer häufiger, auch in Zeiten vom Internet of Things, so Sicherheitsgeräte, also Heimnetzwerksicherheit wie Überwachungskameras oder ja, Alarme, Sicherheitsschlösser, aber auch eben Sachen wie die Heizung, Heizungssteuerung oder auch Lampen werden immer häufiger angeschlossen. Und auch eben Internet of Things Geräte wie Trockner, Waschmaschinen, Kühlschränke. Und in der Regel ist auf dem Router eine Closed Source, also eine geschlossene Firmware, die man nicht ansehen kann. Und die Unternehmen versuchen, die so günstig wie möglich zu machen, weil sie wollen die ja den Service verkaufen und nicht das Gerät. Also das Gerät soll so günstig wie möglich sein. Und dann haben sie auch häufig nicht das Interesse, dann die Geräte zu warten und zu aktualisieren, weil sie wollen halt die Kosten runterhalten. Und je mehr Features sie einbauen, desto teurer werden die Geräte auch. Deshalb werden auch Features eingespart, worüber auch nur geht. Und häufig sind sie auch von der Ferne aktualisierbar vom Service Provider. Man kann natürlich sich das Gerät angucken und sehen, dass das okay ist, aber dann hat der ISP vielleicht trotzdem die Möglichkeit, seine Sicherheits-Updates einzuspielen, was auch eine mögliche Schwachstelle sein kann. Webserver sind häufig auch Schwachstellen, weil die Webserver zum Einstellen der Konfiguration und so sind von draußen erreichbar und das ist natürlich ein großer Angriffsvektor, um die Geräte anzugreifen. Gleiches gilt für die Datei- und Druckserver. Häufig ist dieser Code einmal geschrieben, aber wird nie aktualisiert, nicht gewartet, auch wenn er über Millionen von Geräten ausgeliefert wird. Also wenn eine Verwundbarkeit gefunden wird in so einer File-Server oder also Datei- oder Druckserver-Funktionalität, dann ist das sehr leicht auszunutzen und wahrscheinlich wird es auch nicht ja, geschlossen werden. Und das letzte Problem ist halt, auf der Innenseite haben wir eine flache Hierarchie. Also das ist das, was wir vorhin mit dem After Eight verglichen haben. Wir haben eine feste Außenseite, das ist hier der Router oder die Firewall, die hier gelb in der Mitte zu sehen ist. Das schützt uns vor der Außenseite, aber alles auf der Innenseite ist eine große matschige Masse und wenn ein Gerät auf der Innenseite kompromittiert ist, dann können auch alle anderen Geräte auf der Innenseite angegriffen und kompromittiert werden. Okay, jetzt schauen wir noch ein bisschen mehr an, wie so ein Netzwerk funktioniert, damit wir manche dieser Probleme angehen können. Ich habe hier dieses TCP/IP-Modell auf der rechten Seite. Das ist nur so eine Referenz, damit wir nachher da drauf gucken können. Ich werde da jetzt nicht in große Details eingehen. Es ist keine Zeit dafür. Aber im Wesentlichen ist unser Netzwerk irgendeine Form von Kommunikationsmöglichkeit. Das könnte ein Kabel sein, das kann aber auch WLAN sein. Es gibt also dieses Kommunikationsmedium. Dann gibt es jeden Client, der hat irgendeine Schnittstelle dafür, ein Interface. Auf dieser Ebene ist das Netzwerk Zugriffslayer.
Was wir haben, ist lokale Übertragung von Daten in adressierten Frames, Rahmen. Und wir bauen so einen Rahmen, wir setzen das aufs Netzwerk und dann wird es transportiert. Und dann haben wir irgendwie etwas Digitales auf dem Client-Gerät haben und das können wir auf ein physikalisches, elektronisches Signal umwandeln, das wir über das Kabel zum Beispiel transportieren. Auf dieser Ebene das übliche Protokoll würde hier dann Ethernet sein. Die nächste Ebene da drauf ist die logische Adressierung. Eine dieser Sachen, die das Interface nicht so gut kann, ist, wir können nur Rahmen auf andere Klienten übertragen, wenn wir die Adresse davon kennen. Oder wenn wir irgendwie Möglichkeiten haben, was Lokales zu finden. Das skaliert nicht. Also im Internet können wir das so nicht machen. Locally addressable frames. Wir brauchen da mehr als nur lokal adressierbare Rahmen. Und dafür gibt es dann logische Adressierung. Also Übertragungen hier werden dann Pakete sein. Wir haben eine Menge Daten, die teilen wir in Pakete und die packen wir nacheinander aufs Kabel. Es gibt keine Garantie auf dieser Ebene, dass die Pakete überhaupt ankommen. Außerdem ist nicht klar, in welcher Reihenfolge sie ankommen. Das kann vielleicht die richtige sein, aber vielleicht auch nicht. Einer der Vorteile dieser Sache ist, dass wir routen können. Wir können kleine Netzwerke hier und da haben und dazwischen können wir routen. Wir können also skalieren. Da können wir dann also richtig große Netzwerke, wie zum Beispiel das Internet, bauen. Übliche Protokolle, die man hier sieht, wenn man später will, sind ICMP, das Internet Control Messaging Protokoll. Der Layer darüber ist die Transportschicht. Da haben wir dann End-to-End-Kommunikation und wir haben irgendwie eine Übertragungsmöglichkeit von Client A nach Client B und wir haben hier das Konzept von Ports. Also wir können sagen, viele Anwendungen auf Client A laufen und die reden auch mit vielen Anwendungen auf Client B und das wird über die Ports auseinanderklamüsert. Your typical protocols here. Die üblichen Protokolle hier sind dann TCP, Transmission Control Protokoll. Und dann gibt es auch Best Effort Protokolle, wie zum Beispiel UDP. Und das ist irgendwie, schmeiß es aufs Kabel und guck, ob es ankommt. Die letzte Schicht ist die Applikationsschicht, also meistens HTTP, FTP, SSH. Da wird die Anwendung dann quasi, mit der wir zu tun haben, mit dem Stack darunter kommunizieren. Welche Verwundbarkeit haben wir da? Zum Beispiel den Zugriff unterhalb von Berechtigungen. Wenn wir jetzt irgendwie ein Wi-Fi-Laptop haben, der könnte eine SSH-Verbindung an einen PC machen, aufbauen und muss da wirklich ein Grund, ist ja wirklich ein Grund, warum eine Wi-Fi-fähige Glühbirne SSH in deinen Desktop machen soll? Wahrscheinlich nicht. Eine andere Möglichkeit ist irgendwie, man hat Gästegeräte, kann jemand in deinen, ein Gast kommt und möchte in deinem WLAN teilnehmen und sagt, ja, hier ist der Schlüssel und dann weiß man vielleicht überhaupt nicht, was sie für Sachen auf ihrer Maschine laufen lassen haben. Die könnte zum Beispiel eine kompromittierte Maschine haben, die dann auch Schaden in deinem Netzwerk verursacht. Üblicherweise werden deine Gästegeräte auch über WLAN angebunden sein und WLAN hat echt viele Schwachstellen. Hast du die Hardware in der Hand? Kontrollierst du die Hardware? Wenn du in so einem Café sitzt und du möchtest da ins WLAN, da hast du keine Ahnung, was sie machen. Hast du die Software im Griff? Vielleicht gehört dir ja die Hardware. Vielleicht hast du deinen Router von deinem Internet Service Provider zu Hause, aber du hast keine Ahnung, was für Software und Firmware da drauf läuft, oder? Und sind vielleicht die Protokolle kaputt? WLAN zum Beispiel und andere alte Protokolle, die WPA, die originale Version,
die sind kaputt. Die wurden auseinandergenommen, die sind kompromittiert. Man kann Sitzungen übernehmen, wenn sie darüber laufen. Wem hast du denn schon Zugriff zum Netzwerk gegeben? Und haben diese Leute sichere Systeme? Und welche Netzwerke waren die, in denen du schon dabei warst? Hat dein Gerät vielleicht irgendwie etwas abgekriegt, was du mit nach Hause nimmst und dann zu Hause dein Netzwerk wieder kompromittieren könntest? Wi-Fi obviously gives you a non-physical WLAN gibt einen Angriffsvektor ohne physikalisches Kabel. Du kannst in einem Auto sitzen außerhalb von einem Netzwerk und du kannst also sitzt in deinem Auto neben einem Büro und kannst dort schon in das Netzwerk eingreifen. Ja, also die Risiken ist halt eben unsere Assets nach außen darzustellen und was sind unsere Risiken? Im Prinzip haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir ignorieren es oder wir nehmen es so hin. Das klingt jetzt wirklich verrückt, aber es ist eigentlich gar nicht so. Der Unterschied zwischen ignorieren und akzeptieren ist die Risikoanalyse. Wenn man ein Risiko einfach ignoriert, dann kann das echt haarig werden. Aber wenn man es akzeptiert, dann denkt man vielleicht darüber nach, ja, was ist das Problem, was könnte passieren? What's the probability of somebody chopping that line? Ja, was könnte da, welche Probleme könnten daraus entstehen? Was, wie wahrscheinlich ist es? Nicht sehr hoch. Was wäre dann die Auswirkung davon? Wäre es gefährlich? Naja, geht so. Und was würde es mich kosten oder was würde es für mich schaden? Man muss sich Zeit und Geld in die Hand nehmen, um halt eben sich das offensichtlich anzugucken oder einfach nur das Risiko zu akzeptieren. Die andere Option ist es, eine Schadensbegrenzung zu machen. Da gibt es verschiedene, deshalb schauen wir uns die verschiedenen mal an. Die Grundlagen dafür sind, es gibt keine magische Lösung. Eine Frage, die häufig kommt, ist, was muss ich benutzen, um wirklich perfekt sicher gesichert zu sein im Internet? Und die Antwort darauf ist, es gibt keine sichere, total sichere Lösung. Die bessere Frage ist, was ist dein akzeptiertes Level an Risiko? Wie viel Risiko ist für dich okay? Welche Risiken sind da zu meinen Daten, zu meiner Privatsphäre, auf meinem Netzwerk und wenn ich irgendwas tun möchte, was möchte ich dagegen tun? So, versuch nicht alles auf einmal zu lösen. Wenn man alles auf einmal versucht, dann wird man verrückt und wahrscheinlich wird man gar nichts erreichen und gar keine Ahnung haben, wie man das alles zu konfigurieren. Besser ist es, eins nach dem anderen zu verbessern und einen inkrementellen Prozess dadurch zu setzen. Und geh davon aus, dass du kompromittiert wirst. Was passiert, wenn? Stell dir diese Frage. Und dann denk diese Kette runter und überlege, was würdest du tun und wie könnte man dagegen vorgehen und so. Man sollte sich auch eine Abfolge erstellen, zuerst das eine, dann das andere, also wieder eins nach dem anderen machen. Und eben in jeder einzelnen Ebene die Sicherheit anwenden. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, mein PC ist sicher, das reicht mir. Ist das genug? Wahrscheinlich nicht. Man könnte natürlich den besten Antivirenschutz auf seinem PC haben, aber wenn der Router oder die Firewall eingehenden Verkehr einlässt, dann kann, auch wenn man ein super Antivirus hat, immer noch der PC kompromittiert werden. Ja, Sicherheit ist ein iterativer Prozess. Man soll nicht alles auf einmal machen und es ist auch ein konstanter Fluss, es unterliegt konstanter Veränderung. Wir können es nicht einfach nur einmal machen und dann ignorieren. Man muss immer wieder zurückkommen und überlegen, was hat sich verändert im Sinne von der Sicherheit und auch welche Protokolle wurden mittlerweile vielleicht gehackt, die es bisher noch nicht waren und so. Und das Beste, was man tun kann, um sein Netzwerk sicher zu halten, ist a personal also eine gewisse Dosis an Skeptik und Kritik oder Kritikfähigkeit an den Tag zu legen und immer sich die Frage zu stellen, ist das eine gute Idee, sollte ich das tun, wieso, was könnte die Auswirkungen davon haben, was könnte das zur Folge haben, das bringt einen viel, viel weiter, als wenn man die ganze Zeit nur versucht, sein Netzwerk perfekt sicher zu machen.
Risiko, also ein zweiter Ansatz ist die Kenntnis. Also du sollst wissen, was du in deinem Netzwerk hast, welche Geräte. Hast du eine Ahnung, was das für Geräte sind und wie die funktionieren? Und nicht einfach nur die Bedienungsanleitung lesen, sondern auch verstehen, welche Protokolle benutzen die und warum. Mit welchen anderen Geräten sollen die verbunden sein und wieso? Port scanning. Man sollte regelmäßig seine Ports, auf- und geöffneten Ports scannen. Some kind of black art. Port scanning ist vielleicht für viele Leute auch was, womit sie sich gar nicht auskennen, aber es ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann sich ein Programm installieren wie Nmap und das auf sein Heimnetzwerk ansetzen und einfach mal sagen, such mal und dann gucken, was zurückkommt. Und wenn man auch einfach gar nichts anderes damit macht, als sich das nur anzugucken und vielleicht ab und zu mal wiederholen und zu gucken, was sich verändert hat, das ist schon ein ziemlich guter Ansatz, weil das gibt einem schon eine ziemlich gute Grundlage, was ist überhaupt normal auf meinem Netzwerk. Und wenn sich irgendwas verändert, dann kann man sich die Frage stellen, warum. Also auch wenn man gar nicht versucht, irgendwas zu implementieren oder was daraus zu ziehen, einfach nur zu beobachten, was sich verändert, ist schon ein sehr guter Ansatz. Logging. Ja, auch Logs zu erstellen, also Daten mitzuschreiben, zum Beispiel an der Firewall. Wenn die Firewall Logs speichert, dann sollte man die ab und zu mal durchsehen und zu gucken, was steckt da drin. Sieht das überhaupt normal aus oder nicht normal? Und wenn man es halt regelmäßig macht, immer mal wieder macht, dann kann man sich auch ein Bild davon machen, was ist überhaupt normal? Und wenn man halt dann Unnormalitäten sieht, dann kann man eben darauf reagieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Monitoring und Erkennungssysteme. Das ist natürlich ein bisschen fortgeschrittenes Zeug, aber wenn man so weit kommt, dann ist man wahrscheinlich schon weit über den normalen Nutzer hinaus. Aber es gibt natürlich viele, viele Systeme, die man einsetzen kann, um mehr Daten über das eigene Netzwerk zu sammeln. Packet Capture, also Paketmitschnitte, sind eine von diesen möglichen Lösungen. Die kann man dann eben auch auswerten, zum Beispiel mit Wireshark. Also man kann auch hier den ganzen Stack, die ganzen Ebenen durchgehen und man fängt an oben bei, kenne deine Geräte und dann geht man weiter runter, weiter ins Detail, so lange, wie man sich halt eben wohlfühlt. Und das dritte ist Traffic Segregation, also Verkehrsauftrennung. Es ist ein ziemlicher Schlüsselbereich, um das Heimnetzwerk überhaupt irgendwie sicher zu kriegen. Also man sollte nach dem Prinzip des geringsten Zugriffs oder der geringsten Erlaubnis vorgehen. Welche Geräte haben überhaupt die Erlaubnis, zu meinem PC SSH-Verbindung aufzubauen? Und dann kann man eben auch Vorkehrungen treffen, um das halt zu verhindern. Man kann zum Beispiel, der einfachste Ansatz wäre, physikalische Abtrennung zu machen. Also man hat zwei getrennte Kabel und auf dem einen Kabel ist das, auf dem anderen Kabel ist das. Dann hat man die beiden Netzwerke komplett getrennt. Das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn man fest verlegte Kabel im Haus hat. Der bessere Ansatz wäre da wahrscheinlich eine virtuelle Abtrennung der Netzwerke über einem digitalen Netzwerk. Also wenn wir die Pakete ins Netzwerk schicken, dann können wir noch einen kleinen Header, einen kleinen Tag, also ein kleines Schild dranhängen, wo man sagen kann, dieses Paket gehört zu dem Netzwerk und dann kann man so den Netzwerkverkehr von den einzelnen Netzwerken auftreten. Normalerweise hat man nur ein Netzwerk, was einem der Internet Service Provider zur Verfügung steht, aber man kann innerhalb von seinem lokalen Netzwerk und da könnte auch der Ansatz sein, sollte man vielleicht in einen besseren Router investieren, der einem mehr Möglichkeiten gibt, sodass man da auch innerhalb des lokalen Netzwerks Netzwerke auftrennen kann. Okay, wie können wir jetzt mit Risiken im WLAN umgehen? Wie können wir da was dran arbeiten? Also als erstes, SSID verstecken hilft nicht. Man kann sie trotzdem die Netzwerke erkennen, auch wenn die nicht ihren Namen herumschreien. WEP ist kaputt, also wie die originale Version von WPA. Wenn du solche Geräte hast, dann schalt sie aus. Wenn sie diese Funktionalität nicht ausschalten lässt, kauf ein neues Gerät. Dann benutze keine SSIDs, die dich zum Ziel machen. Wenn du da zum Beispiel hinschreibst, unhackable, dann wirst du Leute darauf bringen, das auszuprobieren. Du solltest darüber nachdenken, deine SSIDs auszuschalten, wenn du nicht da bist. Zum Beispiel, wenn du verschiedene SSIDs für unterschiedliche Sachen hast, dann könntest du auch automatisch die SSIDs ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. WPA 3 ist eine Sache, might be worth looking at. Das ist vielleicht wert, mal drauf zu gucken. Yeah. Ja.
Man kann natürlich auch darüber nachdenken, wo man den Access Punkt, Punkt hinsetzt. Also wenn man es irgendwie an das Fensterbrett stellt, das ist es am nächsten zum Telefon, aber dann hat man natürlich auch maximale Reichweite auf der Straße. Wenn man es aber natürlich im Zentrum der Wohnung aufbaut, dann würde man weniger Reichweite außerhalb der Wohnung haben und den Angriffsvektor verringern. Dein WLAN ist übrigens sowieso nur so sicher wie das schwächste Gerät in deinem Netzwerk. Also denk darüber nach, was du darin anbindest. Wenn du dort Geräte hast, die vielleicht nicht besonders sicher sind, dann denk darüber nach, ein virtuelles Netzwerk aufzubauen und eine eigene SSID dafür aufzubauen, dass dieses Gerät dann abgetrennt ist und wenn es kompromittiert wird, dann eben nur in seinem Netzbereich und hat keinen Einfluss auf die anderen Geräte. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, Verkehr aufteilen. Und man sollte natürlich Konfigurationsmöglichkeiten über WLAN ausschalten, wenn möglich. Wenn dein WLAN-Router dein Routing macht, dann haben sie meistens auch Web-Konfiguration und das möchte man nicht wirklich, man möchte nicht vom Netz aus, von einer WLAN-Verbindung aus, das konfigurieren können. Also man sollte da schon ein Kabel dafür brauchen. Dann kann nicht jemand, der einfach in deinem WLAN ist, plötzlich anfangen, dein Netzwerk zu übernehmen, indem man den Access Point umkonfiguriert. Ja, Wi-Fi-Protected Setup sollte man ausschalten. Das ist leichter und gemütlicher, aber man kann einfach in jedes Netzwerk rein brute-forcen. Einfach ausschalten und dann nicht mehr benutzen. Man sollte darüber im Klaren sein, was es für Verwundbarkeiten gibt und Patches. Und man sollte natürlich Patches dann auch anwenden. Es gibt Alarmsysteme, wo man sich drauf eintragen kann und dann werden sie einen benachrichtigen, wenn ihnen etwas entdeckt ist. Oder Zwischenlösungen, Workarounds. Einer der üblichen Angriffsvektoren ist, Leute greifen Verwundbarkeiten an, die schon ganz lange da sind, aber die immer mal wieder nicht gepatcht wurden. Man sollte darüber nachdenken, Logging und Alarme so zu konfigurieren und auch zu benutzen. Natürlich starke Passwörter und Mehrfaktor-Authentifikation. Das ist natürlich, wenn du ein kleines Unternehmen bist mit Netzwerkgeräten, für die du versorgen musst, aber du kannst es nicht entscheiden, dann mach wenigstens ein großes Passwort und wenn du Multifaktor-Authentifizierung hast, umso besser. Denk darüber nach, WPA2 Enterprise zu benutzen statt WPA2 Personal. Das hat zwei Vorteile. WPA2 benutzt jeder zu Hause, man hat vorgefertigte Passwörter, man sieht die SSID, man gibt den Passwort ein und fertig. Bei der Enterprise-Version macht man die Authentifikation auf einen extra Server und man hat Benutzer, die sich dort verbinden können. Kleine Unternehmen sollten auf jeden Fall darüber nachdenken. Jedes Business-Netzwerk sollte Enterprise benutzen und nicht Personal. Und ich kenne auch Leute, die das zu Hause so machen, aus guten Gründen. 802.lx ist eine Möglichkeit, ein Gerät an das Netzwerk anzulernen. Wenn du jetzt Business-Netzwerke machst, dann auf jeden Fall 802.11x nehmen. Dein WLAN ist nur so sicher wie deine Firewall. Wenn die schlecht ist, dann kann dein WLAN noch so sicher sein. Und du solltest darüber nachdenken, ob UPnP nicht vielleicht deaktiviert werden kann. Es ist natürlich dafür gemacht worden, Leuten Sachen leicht zu machen, aber die Konfiguration erlauben viele Fehler und dann versteht man gar nicht mehr, was passiert und warum. Und Auto-Connect bei anderer Leute Netzwerke, vielleicht lieber nicht. Es kommt darauf an, wie gut du ihnen vertraust. Wenn du nicht sicher bist, wenn du dort mal wieder bist, dann wirst du nicht automatisch dorthin verbunden, selbst wenn du einmal wirklich unbedingt das Netzwerk nutzen musstest. Okay, du solltest deine
Daten nicht überall mit rumtragen, weil wenn du dann mal kompromittiert wirst, dann verlierst du diese Daten vielleicht nicht. Domain Name Service. Der Talk hier vor, wenn du nicht da warst, schau ihn an. Das ist im Prinzip, was ich zu sagen hätte. DNS kann Sachen von dir verraten, Informationen über das, was du tust. VPNs, denk darüber nach, VPNs zu benutzen. Wenn du einen Grund hast, deinem lokalen ESP nicht zu vertrauen, dann kannst du einen VPN benutzen auf eine vertrauenswürdige dritte Partei und dort deinen ganzen Verkehr durchleiten. Das kann auf jeden Fall Sicherheit und Privatsphäre bieten. Antivirus, na klar. Immer eine gute Idee. Geräte und Services, die du nicht brauchst, nimm sie einfach aus dem Netzwerk. Lass sie einfach nicht da. Brauche ich wirklich alle Feature, die das Gerät bietet? Und wenn nicht, dann kann ich dieses Feature auch ausschalten, weil wenn diese Funktionalität irgendwie kompromittiert werden könnte, dann bin ich nicht verwundbar, weil es bei mir ausgeschalten ist. Ist deine Hardware physikalisch sicher? Wenn deine Hardware außerhalb deines Hauses hängt, kann jemand da irgendwie einfach die Schale aufmachen und sich da irgendwie draufklemmen? Wo ist deine Hardware und ist sie sicher, wo sie dort, wo sie ist oder nicht? Man sollte überlegen, welche Geräte man zu dritten Netzwerken mitnimmt und verbindet. Denk darüber nach, was wäre, wenn, bevor man anfängt, Services von dritten Parteien zu kaufen, wenn du, was zum Beispiel macht Google mit deinen Daten, ist ein Gedanke, den du darüber nachdenken kannst. Brauchst du wirklich JavaScript in deinem Webbrowser oder kannst du es vielleicht deaktivieren? Sei vorsichtig mit Links in E-Mail und natürlich auch mit Anhängen. Es ist sehr, sehr üblich, dort gefischt zu werden und Netzwerke zu kompromittieren. Sowohl zu Hause als auch in Unternehmen. Starke Passwörter, unterschiedliche Services sollten unterschiedliche Passwörter haben. Benutzt einen Passwortmanager, dann kannst du richtig komplizierte, lange, verrückte Passwörter für jeden Service benutzen. Und wenn einer dieser Services kompromittiert ist, dann können sie immer nur noch diesen Service angreifen, weil sie nicht deine Passwörter für alle anderen Services haben. Sei vorsichtig, was du installierst. Nicht alle freie Software ist kostenlos. Nicht alle kostenlose Software ist frei. Wenn du Geräte in deinem Netzwerk laufen hast, die Mails senden wollen oder Namen nachschauen wollen, dann denk darüber nach, ob da vielleicht ein Proxy-Gerät das tun kann als Gateway, anstatt dass sie alle selbst ins Netz gehen. Das ist wahrscheinlich mehr für Unternehmen als für zu Hause, aber es ist wert, darüber nachzudenken, welche Browser zu benutzen. Was ist, wenn die Webbrowser in Containern laufen und dann wird ein Prozess kompromittiert, dann ist nur dieser Container betroffen und der Rest nicht. Das ist sozusagen das hohe Ende der Container. Ja, man kann auch virtuelle Maschinen verwenden, indem man die einzelnen Anwendungen laufen lassen kann. Auch wenn man Länder oder Orte besucht, die interessant sind, zum Beispiel China oder so, dann sollte man davon ausgehen, dass die Geräte infiltriert werden. Deshalb sollte man dann halt nackte Geräte mitnehmen, auf denen nicht so viele Daten sind, und die Geräte generell auch einfach verschlüsseln. Wenn die Geräte verschlüsselt sind, ja, ist es einigermaßen okay, aber wenn nicht, dann hat es vermutlich jemand anders schon in der Hand. Und Updates zu installieren oder Updates anzupflegen bringt nichts, wenn die Konfiguration ist nichts wert. Also auch die Konfiguration muss wichtig sein und natürlich auch Backups erstellen. Das ist, ich habe mir schon mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe dieses eine Problem mit dieser Festplatte und ich kriege die Daten dann nicht mehr runter, und die eine Frage, die ich stelle, ist, hast du davon
ein Backup und sie sagen nein und dann, ja. Also Zusammenfassung, die Netzwerksicherheit beginnt mit Kenntnis, also der Nutzer muss verstehen, was sind die Implikationen, was sind die möglichen Folgen von dem, was ich auf meinem Netzwerk tue. Und diese Kenntnis ist die Grundlage für Risikomanagement oder Risikoanalyse. Man kann sich dann eben überlegen, man kann informierte Entscheidungen treffen, ob man dieses eine Gerät in seinem Netzwerk haben will oder nicht und ob man das, wie man das konfigurieren muss. Und eben abzielen auf inkrementelle Fortschritte, also eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, gerne, ich würde mich freuen, das zu hören. Vielen, vielen Dank auch für die Engel, die mich mit diesem Talk unterstützt haben. Und ja, fröhliches Hacken und habt eine großartige Konferenz. Great, Igor. Thank you for helping me. Ja, vielen, vielen Dank und danke für die Hilfe, auch bei mir zu Hause die Sachen in Ordnung zu bringen. Gibt es Fragen in diesem Raum? Keiner da, der was hat. Wir haben hier diese Engel mit den Mikrofonen. Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann lass uns ein Getränk nehmen und feiern gehen. Vielen Dank nochmal, bis bald. Viel Spaß alle zusammen.